Liebe Mitglieder vom Team Königstiger, möchten Sie da ganz herzlich zu unserem heutigen Informationsanlass begrüßen. Mein Name ist Thomas Hug, Präsident vom Verein Militär- und Festungsmuseum von Reuenthal. Und ich mache jetzt im Moment den Grüß August. Nachher werden dann andere reden, aber es ist mir ein Anliegen, Danke zu sagen. Danke sagen Ihnen allen. Einerseits, dass Sie hier gekommen sind. Danke sagen aber auch für die grossartige Unterstützung, die Sie Königstiger leisten. Ohne, dass die Königstiger, Sie haben es gelesen, wo doch schon ein erklärlicher Betrag zusammengekommen ist, wäre es nicht möglich, dass wir den Königstiger restaurieren könnten. Also Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Auch ein Dank möchte ich aussprechen am Kernteam Königstiger. Das sind die, die Knochenarbeit machen. Halten voran und mit Ihnen Klausen, dann seinem Stellvertreter, Bernd Kubiak. Weitere Herren, Harald Ketter, Joni Müller, die Tausende von Fronarbeitsstunden bereits geleistet haben und hoffen noch werden leisten, sodass wir dann schlussendlich fertig sind. Ich werde jetzt das Wort übergeben an Willi Klauser, Chef, nachher stellvertretender Chef von Bernd Kubiak, wo Ihnen im Detail werden von dieser Restaurierung erzählen. Bitte schön. Danke vielmals. Wir fangen an mit der Wanne. Wie ich es letztes Mal erklärt habe, haben wir grosse Mühe gehabt, die Schwimmhalle zu nehmen. Vor allem die vorderste Paar, die hinterste Paar. Vorne und hier sind wir innen an Stoßdämpfer dran. Und auf dieser Schwimmhalle ist eine Filmverzahnung mit dieser Flansch, und der Stoßdämpfer ab. Und der ist komplett verrostet, fast wie ein Land in der Schweiz gewesen. Die mittleren haben wir mit 60 Tonnen Presse und geschlagen. Wärme rausgebracht. Die vorderste und die hinterste die haben keine Wand gemacht mit 60 Tonnen. Dann haben wir leihweise eine 100 Tonnen Presse bekommen, die wir ein bisschen fernbedient haben können bedienen. Relativ kurzen Arbeitsweg, da haben wir immer wieder ein Zwischenstück hier tun und möglichst im Zwischenstück nur eins oder zwei. Weil wenn sie nicht ganz gerade sind, haben sie die aufgestellt mit 100 Tonnen. Wir haben wohl sicherheitshalber 3-4 Wolldecken drauf tun, dass das Zeug nicht gerade in die Luft geflogen ist. Schlussendlich haben wir es hergebracht und haben mehrere Sämstück, die 36 Bohrungen, außer die grösseren, innen die kleinen, rausgefräst. Kunststoff, der sich aufgetan hat im Wasser, das war ja sehr lange im Wasser. Dann haben wir gefräst und geschliffen, natürlich zuerst zwei Kalibrierdöne gemacht. Wir können probieren, wo es geht, noch mehr. Schlussendlich konnten wir die Schwingarme nachher nur noch einschotten. Das zu den Wannen unterteilen. Dann haben wir den Bernd, der vor allem sich den Wannen angenommen hat, sämtliche 7 neue Brennstoffdenken montiert, Abdeckplatten drauf tun und über 30 Brennstoff und Entlüftungsschläuche abgelenkt, die entsprechende Muffe dazu bestellt, wieder auswärts geschickt, dass wir die können pressen können, dass sie dicht sind. Also sämtliche Tanks sind jetzt mit Benzin und Entlüftungsleitungen montiert. Der nächste Schritt in der Wanne ist das Erstellen vom Kabelbau. Da sind ein paar Überreste. Dann die Arbeit, das ist der Fahrersitz. Auch da haben wir Kopien bekommen, haben die nachgemacht. Jetzt sind wir jetzt dran, ein Werkzeug anzufertigen, dass wir die starken Federn auch müssen bestellen, auch müssen machen lassen, dass wir die Federn können spannen und richtig montieren. Das nächste Gewannen ist noch ein Verbindungsgestänge. Provisorisch einmal montieren, gewisse Sachen sind schon instand gestellt, ersetzen, anfertigen, sodass wir am Schluss dann wieder rausnehmen können, Getriebe montieren, Motor montieren und Verbindungsstangen dazu. Dann ein kleines Beispiel, auch so Sachen gehört zum Motor. Zu der Belüftung von dem Sammelrohr, Ausflugrohr, alles kaputt gewesen, müssen anfertigen.
Muster kamen von Bauwitten von England. Wir haben uns das geschickt. Wir haben es in Auftrag gegeben. So Sachen machen wir hier nicht. Da sind wir angewiesen auf die Hilfe. Aber die sehen auch so ein Teil, das kostet. Das kostet Geld. Genau gleich wie die verschiedenen Chromstahlrohre sind vorbereitet für die Kühlung. Ich habe nur noch ein paar Föhre graben, damit Sie sehen, wie das etwas aussieht. Das ist der Turm, also der Wanne. Sie sehen die Kotflügel, hinten und vorne, neu angefertigt, angeschweißt, gerichtet, angepasst. Auch die Raupenschürze, die haben gefällt. Auch neu erstellen und montiert. So ist er also ohne Tür, kann man sagen, ist er fertig. Dann gehen wir nachher rüber, im Turm. Der Turm ist da hinten soweit bereit zum Sandstrahl. Ist sämtlich ein Ausbauen. Der Hinterteil vom Rohr mit dem Verschlussstock. Dann die Wiegenlagerungen, Panzerungen vorne, Kommandantenkuppel. Das ist alles soweit parat. Dann Seitenrichtgetriebe, das ist dem Harald Sisse Mitte, natürlich komplett blockiert gewesen. Heute kann man das ganz frei trüllen, es funktioniert nicht. Harald kann dir vielleicht noch sagen, als Getriebespezialist, wenn ihr da innen wie das aufbauen ist, das ist ganz interessant. Dann haben wir da vorne die Wiegenlagerungen, so also kleine Sachen machen wir gerade zwei mit dem Parat zum Einbauen. Dann das nächste ist die Turmzurig, die gefällt. Da kann man vorantreiben, dann kommt das Chassis, das greift dann in den Turmkranz ein. Dann ist während der Fahrt gibt's keine Schläge auf Seitenrichtung drin. Auch das muss angefertigt werden. Dann hier ein Beispiel vom Turmlager. Hinten aufgestellt ziehen sie das Lager und den Kranz. Das sind 40 Kugeln. Immer so eine, zwischen ihnen die mit dem Distanzring. Und da hat es eine kleine Stelle am Lager, wo man die einzelnen Kugeln rausnehmen kann. Das ist ja der Grund, dass auch wenn der Panzer mal beschossen wird oder umgeht, dass der Turm nicht rausgeht. Das hebt alles in den Kugeln rein. Das ist jetzt ein Teil, der hinten aufgestellt ist, wo man natürlich nicht anstrahlen kann. Das gibt grosse Handarbeit, jeder Zahn, alles, was verrostet ist, auszupolieren, möglichst wenig abtragen und dann wieder zusammenbauen. Das ist so ganz grob, wo wir nicht noch zusammen ausbeissen, aber da haben wir jetzt einen Spezialist, der uns noch ein bisschen hilft, gedanklich, ist der Turmlocken. Die haben wir jetzt abgetrennt hinten und da sind die Tensionsstäbe. Und ja, da üben wir noch, da beißen wir die Zähne noch mal ein bisschen aus, bis wir das so weit voneinander haben. Harald, willst du schon etwas sagen vom Aufbau von dem Getriebe? Ja, ganz kurz. Also, das Getriebe greift ja in den Turm dann ein und der Kegischer oder der Vorteil ist, man hat einmal kann man vom Hydraulikgetriebe kann man es antreiben und vom Handgetriebe. Und das Tolle ist halt wieder drin, ist dieser komplizierte Überlagerungsgetriebe, also Planetenüberlagerungsgetriebe. Das heißt, so, einmal kann man der Richtschütze kann mit hydraulisch das betätigen und kann aber sofort auf der Hand mit dem zweiten Rad antreiben. Das heißt, da braucht man, das ist relativ geschickt, da braucht man nichts denken und da muss man nichts umschalten, wenn es passiert ist, sondern da kann wirklich voll eingreifen und das eine und andere machen. Es geht dann auch durchgehen, also die eine will nicht durchgehen, dass der Ladeschütze kann auch den Turm drehen im Notfall oder beim Helfen. Was allerdings nicht kann, das ist mir zweimal aufgefallen, was nicht geht bei dem System, der Richtschütze kann im Motor nicht helfen. Das geht nicht. Also wenn jetzt, es hätte geheißen, der Turm ist ja relativ schwer und wenn er schräg steht, heißt es Probleme geben, dass er den Turm drehen kann. Und was er eben nicht geht durch diese Mechanik, kann er nicht im Motor helfen. Und das ist ein bisschen der Nachteil, würde ich nicht. Aber war jetzt ein interessantes Ding auch aufzubauen und zu gucken und hat auch ganz gut
funktioniert. Also von der Verzahlungsqualität ist natürlich das Problem. An mancher Stelle war wegen Korrosion, da ist die Verzahlung ein bisschen eingeschränkt gewesen. An anderer Stelle war es besser. Aber ich denke, für unseren Kriegseinsatz wird es funktionieren. Also es tut wieder, wir können es dann einbauen, wenn es soweit ist. Okay. Und darum auch während der Fahrt im Slam, wenn er nicht im Schiesseinsatz ist, ist der Turm zu. Da gibt es kein Druck und eine starre Verbindung und kann nicht ablaufen. Bernd, hast du noch zu deiner Wanne etwas? Das ist ja nicht meine Wanne. Ja, also ich könnte Ihnen jetzt hier stundenlang was erzählen, bis Ihnen die Ohren größer werden, aber das will ich uns nicht zumuten. Vielleicht so einige Details, die uns auch erstaunt haben. So, zumindest mich haben sie erstaunt, als ich also vor 6 Jahren hier angefangen habe, so ganz tief in die Literatur gegangen bin. Dieser unscheinbare Zylinder hier, das ist der Kupplung, der hydraulische Kupplungszylinder. Das ist von daher interessant, als dass das der einzige Königstiger ist, oder den ich kenne, der diesen Mechanismus hatte. Es gibt eine Umbauvorschrift, eine offizielle Umbauvorschrift vom Heereswaffenamt oder so, von Ende August 1944, die den Umbau auf hydraulische Kupplungsbetätigung beschreibt. Unser Getriebe hat auch den entsprechenden hydraulischen Nehmerzylinder. Und wenn das innen eingebaut ist, dann sieht man, dass das Kupplungspedal noch die dicke Schubstange für die mechanische Kupplungsbetätigung hat. Die endet aber in nirgendwo, weil das Ganze auf hydraulischen Kreis umgerüstet ist. Danke. Was ist noch was? Oder? Ich würde noch ganz kurz zum Getriebe was sagen. Ich fühle mich noch herausgefordert. Ja, also es geht auch darum, weil immer wieder die Diskussion kommt ja auch, dass die Getriebe sind zu schwach und gerade das Vorgelege. Und wir haben ja vor 2, 3 Jahren das Vorgelege auseinander gehabt. Und da konnte das bei uns in der Firma mal ein bisschen nachrechnen. Und ich muss schon sagen, das Getriebe ist eigentlich hervorragend ausgelegt. Also aus heutiger Sicht hat man versucht nachzurechnen, so gut es geht. Und ich würde sagen, das ist eigentlich immer noch ein Getriebe, das würde ich heute nicht unbedingt anders auslegen. Also das heißt, kommt immer wieder, das ist zu schwach und so weiter. Also und auch von der Auslegung, also das ist wirklich hervorragend. Man hat 4 Planetengetriebe im Abtrieb und hat dann in der ersten Stufe einstufiges Stirnradgetriebe. Es ist sehr, sehr ausgeglichen, dass also die Belastung für die Zahnräder dass das gleiche ist wie in der ersten und zweiten Stufe. Also das muss ich wirklich sagen, das Ding ist sehr, sehr gut und wie gesagt, würde ich heute nicht unbedingt anders machen. Was ich nicht sagen konnte, ist natürlich das Problem von der Qualität der Materialien. Man konnte jetzt nicht die Räder rausnehmen und mal messen. Das ist natürlich noch vielleicht ein Schwachpunkt, wo man muss sagen, ob die Materialien noch sind. Aber rein von der Theorie und von der Auslegung ist das wirklich ein sehr gutes, robustes Getriebe, wo man heute wahrscheinlich nicht anders machen wird. Ich wollte es einfach sagen, weil immer, man kriegt ja viel, in der Presse rum und so, oder in den Büchern, das sei ja alles zu schwach ausgelegt. Also aus unserer Sicht eigentlich nicht. Da möchte ich aber noch kurz was zu sagen. Vom Vorgelege, wir spielen so, ist der Siegerabend. Ist der Vorgelege. Achso, also die Berichte, die mit kaputten Vorgelegen oder kaputten Getrieben zu tun haben, die haben auch immer damit zu tun, dass die ganze Kiste unsachgemäß bedient worden ist. Es gibt einige Situationen, der konnte zum Beispiel, der kleinste Radius, das ist ja ein sogenanntes 2-Radien-Lenkgetriebe und auf dem kleinsten Gang hatte das Ding einen Radius von 2,4 Metern. Und wenn man dann mit zu viel Gas und zu starkem Lenkeinschlag versuchte zu drehen, dann ist es oft passiert, dass die Ketten aufliefen oder dass dann mit zu viel Gas es da drin geknackt hat. Aber wenn das Ganze sachgemäß bedient worden ist, dann waren die Sachen wahrscheinlich so haltbar, wie du es berechnet hast. Danke. Der dritte Mann im Bund, das ist Jens, das ist unser Malermeister. Irgendwann, wenn es zum Malen ist, wenn es Prosten ist, dann ist der Johnny der richtige Mann. Er hat da den Beruf mal gelernt schlussendlich. Hast du neben zum Malen? Ja, nein, gut, ich meine, ich habe 1000 andere Sachen gemacht, oder? Also, richtig. Wenn es zum Malen geht, dann sind wir mehr. Was jetzt in unserem Team noch fehlt, sind noch 2, die im Moment nicht da sind. Es ist immer eine grosse Nachfrage, kann ich auch im Königsteam kommen? Genügt im Moment. Erstens sind wir froh, dass die Herren jeden Samstag kommen. Mit dem im November, wenn das Museum zu ist, schaffen wir jeweils am Samstag bis am März. Und wir können natürlich noch Leute brauchen.
und solche Kenntnisse haben und B, er jeden Samstag können. Darum im Moment sind wir ausgeschöpft, verlangen. Ich will meinem Team recht herzlich danken. Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Wenn wir mal auch nicht in der gleichen Meinung ist, aber wir finden uns wieder. Der andere will es noch ein bisschen besser machen, aber es klappt. Dann der Dank natürlich auch von meiner Seite euch allen. Ohne euch geht es nicht. Das haben wir also ganz klar gesehen. Die Frage kommt immer, ja, wenn sind wir denn fertig? Im April. März. Ein März. Im März vom Jahr wieder. 30. Februar. Ja. März. Eben, das alle etwas im Gleichen ist. Im März. Also, jetzt haben Sie Gelegenheit zum Spezialisten Fragen stellen. Sie haben auch Gelegenheit zum Reinschauen. Sind Sie vorsichtig hinten zwischen den Stegen und den Wannen? Hat es mir abgerundet. Und es lohnt sich unbedingt, drin hineinzuschauen, um zu sehen, was alles passiert ist. Und dann, wenn wir dann fertig sind, keine Fragen mehr haben, alles gesehen haben, sind Sie dann eingeladen zum Abbild. Also, bitteschön. Eine Sache zu den Krankleitungen sagen, bevor jeder das gleich separat fragt. Der Willi hat ja gesagt, dass über 30 Leitungen, die meistens mit Gewindeverschlüssen also montiert sind, alle existieren, die sind alle verlegt. Aber die sind eigentlich, wie man heutzutage sagt, alle fake. Fake-Schläuche. Und zwar aus dem Grund, wenn diese Leitungen undicht werden und der Panzer ist zusammengebaut, kommt man praktisch nirgendwo mehr dran. Wir haben jetzt gesagt, wir benutzen nur einen Tank und legen da möglichst direkt einen Schlauch von vorne bis hinten, ohne diese ganzen Zwischengewinde zu nutzen und haben eigentlich mehr Sicherheit. Also es geht vom hinteren, oberen Einfülltank, ein neuer Schlauch, ganz bis zur Mitte der Wanne, wo der Benzinfilter montiert ist. Und von da aus wird ein Schlauch bis zur Benzinpumpe hinterm Brandschott am Motor gehen. Also diese ganzen schönen Schläuche da, die bleiben schön, aber sie werden nicht benutzt. Und wie werden die dann verbunden? Mit so großen Gummischellen. Achso. Wir leben einfach Zeuge, die andere nicht haben. Auch die Dings vorne, die für Bolzen. Die Vorrichtungen, wo der Bolzen. Und ich habe das auch nie aufgebaut. Wie ausgeliefert ist er worden? Ja, wahrscheinlich vielleicht hat man wieder zurück. Wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ja. Ich will nicht sagen, es ist so gewesen. Es sind ein paar Sachen, die darauf hinweisen, dass ich einfach etwas anderes ist als sonst. Das sind die Kinderrücktreiber, andere Kupplung, das Getriebe, die nicht... Büchern steht, dass die Kugeln unterschiedliche Durchmesser haben. Jetzt hat er nachgemessen und die haben gleich großen Durchmesser. Das ist der Turmkranz. Ja, ja. Lager. Kugellager. Aber der Turm ist jetzt nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, über die Kugel so gelagert, sondern die Kugeln seitlich. Die ist seitlich. Habe ich gesehen. So Zeichnung gesehen. Mit der Kanone, das ist praktisch der innere Teil. Und dann und das ist das Gegenstück da, oder was? Das ist von innen quasi. Die Wiege. Dieses Ding wird von hier aus geschoben. Aha. Und das wird hier verschraubt. Und das wird praktisch hier dazwischen geschoben. Nee, das ist der Verschlussblock. Ja. Da hinten, dieser dicke Klotz. Komm, wir gehen mal hin. Und genau, da kommt es rein. Das heißt Bodenstück. Ja. Und hier kommt der Verschlussklotz rein
Und mit so einem Hebel, der hier nicht existiert, kann man den dann hoch und runter machen. Geschoss rein, runter und Schuss. Und was mich interessiert, wenn der Verschluss unten ist mit dem Hebel, ne? Ja. Dann schiebe ich die Granate durch. Ne, der Verschluss kommt hoch, Granate so, rein hoch. Und runter. Der ist nicht unten, ne? Oben ist unten, er. Unten ist er, wenn er verschlossen ist. Ach so, weil manche Panzer haben ja das so, dass der nach unten geht. Und dann schiebst du die Granate rein, dann geht er automatisch hoch. So habe ich. Muss die Hand schnell genug rausziehen immer. Wie geht das bei dem? Der fährt nach oben. Der fährt nach oben, Geschoss rein, Dingen runter, Klick und dann geht das. Also musst du manuell praktisch dann mit dem Hebel verschließen. Ja, ja. Okay. Automatisch. Ja, geht das nicht automatisch. Automatisch? Nein, geht nicht automatisch. Geht nicht automatisch. Okay. Und wie gesagt, dieses Ding wird also so in die Schiene geschoben. Okay. Und dann hat die, Wieger ja hier oben diese beiden Vorrichtungen und diese Zylinder genau. Dazu. Das eine ist der Rückstoßdämpfer und das andere ist der Rohrvorholer. Ja. Und die werden dann auch hier befestigt und die Wiege, die wird dann in diesen Wiegen lagern da. Mhm. Gelagert und diese Wiegenlager, die werden in den Turm ganz vorne festgeschraubt. Okay. Und der Rohrvorholer ist da, wo sie das Öl rauslaufen haben lassen, wenn sie den Panzer um. Das ist der Rückstoßdämpfer. Rückstoßdämpfer. Der Vorholer ist über komprimierte Luft. Ah, okay. Es bringt doch nichts. Irgendwo dagegen fährt, dass er nicht unendlich hoch geht, aber innen drin nichts zusammenschlägt. Ja, genau. Also, die Logik ist da. Ja. Aber das Ding, das ist eine Maschinenkonstruktion mit allem drum und dran. Wahrscheinlich ein richtiger Russ hätte ein Holzgotz nicht geschweißt. Genau. Jetzt mal ganz im Ernst, es geht ja nicht darum, Holzschweißer, das muss man ganz ehrlich sagen. Muss man klären. Holzelektrode geht. Aber jetzt muss man überlegen, es geht ja nur darum, für den Fall, wenn er wirklich durchschlägt. Also es ist, ja. Es ist nur, und dann hätte er so viel, effektiv hätte er so viel Federweg. Also viel machen tut er auch nicht. Also es ist nicht so, dass er dann einmal, es geht ja wirklich nur darum, und dann hätte er effektiv 10 mm Federweg noch zusätzlich, also wo es zusammendrückt. Das Ding. Und dann ist noch scheiße konstruiert, das sind drei Schrauben und ich muss die untere, ich kann es gar nicht so montieren, ich glaube, ich muss sogar demontierten Zustand montieren, weil ich unter Schrauben nicht hinkomme. Ja. Also mir hat das Ding zusammengebaut und es ging gar nicht hin. Also. Also das ganze Fahrwerk demontieren. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ging einfach darum, das sind eben Tellerfedern, und wo dann zusammendrückt werden und dann ist praktisch innen drin ein Stößel, um diesen letzten Schlag eben aufzunehmen. Ja, ja. Und das geht. Und das sind Dorschrauben und Dorschrauben. Genau. Und die unteren kommen gar nicht bei. Ja. Also wenn das im Prinzip hätte man so oben die Hinschraube hinmachen, würde ja, genau. Gar kommen. Das ist wahrscheinlich halt so. Das ist halt konstruiert worden, wo die es montiert haben und sie, oh Gottes Wille, das Hieber ist ein richtiger Murks. Das ist ein Murks gewesen, ganz einfach. Aber dann war halt das Gussteil, das kenne ich auch, alles war fertig, Gussteil war fertig. Ja. Lass es, ja, genau. Ganz klar. Wir können gar nicht mehr. Was mir auch nicht klar ist das Thema, muss ich ehrlich sagen, auch dieses ganze Heckmeck, das ist mir bis heute nicht klar. Das ist für mich nur klar, dass das ursprünglich gedacht war für eine weitere Radaus. Wurde aber, glaube ich, nie realisiert. Und das sind auch so Dinge, da waren wahrscheinlich die Gussteile und alles war wahrscheinlich fertig. Und dann hat man die Augen zugemacht und hat gesagt, leg mich am Arsch. Aber das sind auch die Schwingarme. Also ich weiß gar nicht, wie viel Hülse und nochmal Hülse und wie kompliziert das Ding halt. Und ich habe es nicht kapiert. Wir haben Hülse auf die Hülse drauf und dann nochmal eine drauf. Und also, ich war letztes Jahr in Kubinka und habe zufälligerweise waren Josef Stalin drei dort, wo zufälligerweise vorne das Rad weg war. Oder da konnte man mal das Rad angucken vom, heute ist das gleiche, da vom Jotres. Das ist nach Hause. ISO 152. Ja, da war schon das gleiche, vor der gleiche Räder, schätze ich. Ja. Das ist der Hammer, das ist ein Gussrad und zwei Kugellager drin. Das ist alles. Das mit diesem Heckmeck vergleicht.
den Heckmeck, was da alles dran ist, der besteht ja etwa aus 5000 Teile, das Rad. Also, nein, aber jetzt mal ernst. Guck dir mal das Ding an, das sind hier Räder, Schrauber und nochmal, und dann geht es weiter innen drin. Und nochmal und Lager und Pralala und das ist ja... Und wenn man dann ein Rad vom JS 2 oder vom JS 3 vergleicht, ich habe das Ding angeschaut, das ist halt ein Gussteil und zwei Kugellager drin und ein Schrauber drin, das Ding hat nicht gefahren. Das war schon nicht schlecht. Die Mannstunden, wenn man sie vergleicht zur Montage von Königsdinger und dem anderen, ne, das ist zum JS 3, also IS 3 oder so. Also ist auch Wahnsinn. Ich glaube, dass der zehnfach an Mannstunden braucht. Die mussten hier vor allen Dingen auch sehr viel nacharbeiten. Speziell auch bei den Porsche-Touren, bei den ersten 50 Türmen, da musste sehr, sehr viel nachgearbeitet werden. Mit der runden Blende von. Naja, und insgesamt war der ja auch runder. Der hatte speziell auch diese Kommandantenkuppel so eingerundet. Da musste die Seitenwanze ausgewalzt werden. Und das war sehr, sehr viel Nacharbeit. Und aus diesem Grund sind sie zu einem anderen Turm, der einfacher. Henschel-Turm. Naja. Der hat aber mehr Panzerung gehabt vorne. Der hatte 180 mm Frontplatte. Nur ich weiß nicht, ob die gleich war oder ob die jetzt stärker war. Also die müsste 180 sein. So. Ich glaube, die Frontfläche bei dem Porsche-Turm, die war insgesamt sogar noch ein bisschen größer als bei dem Henschel-Turm. So? Ja, also die senkrechte Frontfläche, also die Kugelfangfläche im Prinzip, die war beim Porsche-Turm ein bisschen größer. Da hat er noch diesen Kugelfang vorne, ne? Diese Schräge, wo praktisch ein Geschoss abprallen konnte, praktisch in die Wanne. Dann. Kugelfalle nennt man das, das ist praktisch der Abstand zwischen Turmunterseite und Wannenoberseite. Das war ungefähr eine Handbreit. Ja. Wenn da eine Patrone zwischenging, dann drehte sich der Turm nicht mehr. Und der Turm, der schließt praktisch bündig mit der Wanne ab. Ja. Ah. Kabelbaum. Bäumchen. Und, also ich bin jetzt oben auf der Wanne und der Bernd erzählt uns, was da passiert ist seit Dezember letztes Jahr. Bernd, sag doch mal, was ist hier passiert? Ach, hier passiert so viel. Die Tanks sind montiert. Also die Tanks, die sind ja schon länger montiert. Was ich hier jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, eigentlich schon fast in den letzten Jahren, das sind die Leitungsanschlüsse. Die alten Anschlüsse, die alten Leitungen, das waren im Grunde so textilummantelte dünne Gummischläuche, die gibt es nicht mehr. Wir haben heute ein modernes System gewählt. Also keine 1:1 Nachbau von früher? Nee. Geht gar nicht? Nee. Was wir auch gemacht haben, wie gesagt, diese 7 Tanks, die sind ja praktisch wie ein System von kommunizierenden Röhren miteinander verbunden. Man füllt da ein unter dieses aparte pinke Tüchlein und das ist der Einfülltank und von da aus läuft das gesamte System voll. Und es gibt unzählige Schraubverschlüsse hier zwischen den Tanks und Sieht das, ja. Die potenziell natürlich alle undicht werden können. Alles Fehlerquelle quasi, potenzielle Fehlerquelle. Fehlerquellen und wer will schon undichte Tankleitungen haben, wo er gar nicht mehr drankommt. Kurze Zwischenfrage, müsste man dann einen kompletten Panzer wieder zerlegen, wenn man das zusammengebaut hat und eine Leitung undicht wird? Oder gibt es irgendwie Wartungsgänge, Wartungsschächte, Zugänge oder sowas? Nein, es gibt keine Wartungsschächte. Also müsste man wieder... Wenn man weiß, dass zum Beispiel diese Leitung da undicht wird... Ja. Dann kann man Glück haben, dass man drankommt, aber wenn diese Leitungen da oder die Leitungen da unten, unter dieser Abdeckklappe ist ja auch noch ein Tank. Wenn der undicht wird, dann... Da ist noch ein Tank. Ja, unter diesen beiden Klappen sind noch 2 Tanks in diesen Nischen drin. Ja, 7 müssen es sein, glaube ich. 7. 7, genau. 1, 2, 3, 4, 5 und die beiden großen da. Und wenn da zum Beispiel von da unten was runtertropft, dann kann man nur die gesamte Kühlanlage rausnehmen, die Klappe aufmachen, den Tank rausnehmen, irgendwas wieder abdichten und alles wieder zusammenbauen. Das macht kein Mensch. Vielleicht ATU. Zumindest wir. Ja, ATU macht das bestimmt. Und deshalb haben wir jetzt eine neue Leitung gelegt. Das ist die da so etwas schräg von links kommt und da reingeht. Das ist eine direkte Leitung von dem Einfülltank hier unten durch. Die kommt hier durch, geht zu dem Benzinfilter
Und vom Benzinfilter wird sie weitergehen direkt zu den Benzinpumpen am Motor. Der hier stehen wird. Der hier stehen wird. Und diese ganzen Gewindeverschraubungen, die ja auch alle schon ewig und drei Tage alt sind, dementsprechend ankorrodiert, die werden wir alle umgehen. Das ist alles viel zu risikoreich. Ja, das war eine gute Entscheidung wahrscheinlich. Finden wir auch. Danke. Vier Pump Beifahrt? Ja, ja. Sollen wir eben runter, sollen wir da reingehen? Mhm. Warte mal, wo ist die Lampe ist da. Wie, wo ist die? Ja, vom Turm. Ja. So, jetzt sind wir im Turm. Was ist da alles gemacht worden? Die Kanone fällt. Das siehst du sofort, ne? Ein bisschen Fuchs. Also was hier drin liegt, das ist die Bedienung für den Kran. Der gehört hier nicht rein, den haben wir nur hier reingelegt, damit sie nicht draußen rumbaumelt und die Leute dagegen laufen. Schon klar. Also der Turm ist jetzt ganz leer, bis auf diesen Winkelspiegelhalter, der muss noch ab. Dieses große Loch im Dach, muss das so sein? Ja, das wird neu gedeckt. Da kommt die Kommandantenluke ja drauf, hier kommt der Ventilator rein, der aber allerdings von vornherein fehlte. Habe ich hier noch nie gesehen. Hier sind ja die beiden Munitionsgestelle drin. Eine Vielzahl von Schrauben war hier abgerissen. Der Willi hat sich zu einem Meister des Schraubenlösens entwickelt. Mhm. Der kann das mit heiß machen, mit Wasser abschrecken und in der Gripzange kriegt er jede Schraube raus. Jedes Gewinde ist hier nachgeschnitten und so. Jetzt schon nachgeschnitten? Ich dachte erst nach, also da, nach dem Sandstrahlen? Nee, da wo es möglich war. Aha. Ja, und ganz zu schön. Also heute haben wir viel Mühe gehabt, diese Schrauben hier rauszukriegen. Hier wird ja die Kanone durchgesteckt und die wird gegen eindringende Vögel oder Feuchtigkeit mit so einem Plastiksack geschützt. Da unten, da liegt dieser Plastiksack. Ja. Manschette. Ja, Manschette, eine zusammengenähte Manschette. Und die wird mit so einem Metallrahmen hier gegengeschraubt. Das waren ganz kleine Schrauben, die sind fast alle abgerissen. 130 Stück. 36 meine ich seins. Und ich glaube, 8 konnte ich da so rausholen. Dann sind sehr viele abgerissen und dann haben wir uns entschieden, bei den anderen den Kopf abzuflexen. Mhm. Damit, wenn man den Rahmen abnimmt, der Stumpen, der rausguckt, noch möglichst groß ist, damit man möglichst viel Angriffsfläche hat, um mit der Zange das Ding rauszudrehen. Okay. Und wir haben sie alle rausgekriegt. Ein paar müssen ausgebohrt werden. Passt. Und was hier interessant ist, das kann man jetzt nicht mehr sehen, Willi ist ja so ein Reinigkeitsfanatiker, der hat das hier alles sauber gemacht. Hier war ein Bienenwespennest drin. Oh. Von irgendeinem Insekt, was aussah wie ein Wespennest. Und es war auch ein Vogelei drin. Offensichtlich hat hier eine Art Marder oder sowas auch gewohnt, hier in diesen Zwischenräumen. Ich sag's ja immer wieder, Panzer sind umweltfreundlich. Ja, genau. Ich schreibe auch im aktuellen Update für die Internetseite ein Kapitel, der Tiger und seine ökologische Nische. Also Bienen aus dem Zweiten Weltkrieg, interessant. Genau. Und ja, sonst ist hier eigentlich nicht viel zu sehen. Wie wird denn die Kanone eingebaut? Kannst du mal kurz erklären? Also hier auf diese Platten kommen die sogenannten Schildzapfenlager. Die habe ich vorhin schon gefilmt, so weißt du. Das sind diese Dinger, die auch als Wiegenlager bezeichnet worden sind. Aber das ist die Wiege. Und diese beiden Zapfen da, über die die Wiege gelagert wird, nennt man Schildzapfen. Okay. Und diese beiden Lagerblöcke, das sind die Schildzapfen. Also hier wird es gelagert, genau. Ne? Die beiden Lagerblöcke werden hier angeschraubt. Also sagen wir mal so, die kommen auf die Wiege drauf. Die Wiege wird hin, und die haben wir jetzt hier durch die Kommandantenkuppel rausgeholt. Das heißt, wir lassen sie auch hier wieder rein. Und dann wird die hier montiert. Das kleine Loch, naja. Das geht, ja, ja. Das geht sogar ganz gut. Was schwer ist, ist die Kanone hinten rauszukriegen. Das war deswegen schwer, weil die Klappe bei uns nicht mehr ganz aufging. Da fehlt ein paar Zentimeter bis unten, sodass wir das Rohr da praktisch nicht mehr rauskriegen. Das Bodenstück hat da gehakt. Und die Kanone wird im Prinzip von hinten reingeschoben, in die Wiege rein und dann befestigt und dann guckt das alles vorne raus. Wenn man das alles einmal gemacht hat, dann weiß man die Angriffe. Also zuerst die Lagerböcke
in die Wiege, dann alles zusammen durch die Luke rein, hier befestigen. Und dann kommt der innere Teil der Kanone wieder von hinten dadurch, durch die Wiege. Genau. Und dann wird der äußere Teil draufgesteckt von außen. Genau. Und mit der Überwurfmutter festgeschraubt. Genau. Okay. Wahnsinn. Macht man nicht jeden Tag. Und der Turm wird demnächst geduscht. So kann man das sagen. Sand geduscht. Sand geduscht. Sandgestalt. Okay. Termin steht noch nicht fest. Rohr draufgeschoben. Und fängt Beschüsse ab. Damit das Rohr sich weiter... Da wird bloß drauf gesteckt. Naja, es gibt hier, zwei Führungseisen im Grunde. Und hier kommen so Fixierbolzen rein. Okay. Die kann man hier von oben und von unten dann mit einer Schraube lösen. Nur eine Schweinearbeit. 800 Kilo das Teil, habe ich gelesen auf Facebook. 824 oder sowas. Ja. Ne? Ja. Ich bin jetzt hier vor der Reparaturhalle im Museum. Schweizer Museum Pfuhl, steht hier ein Leo 1 drin. Leo 1 A5. Jetzt gucken wir mal da rein, ist die Motorhaube offen. Aha. Das ist ein Leo 1 A5 mit einem geschweißten Turm. Sieht man die Schweißnähte? Der ist eckig, im Gegensatz zum Gussturm, der rund ist und auch so über Schottplatten verfügt. Der ist hier geschweißt. Das ist der Motor. Das sind 2, 3, 4, 5, 10 Zylinder. Schon ein Block, so groß wie mein Auto ungefähr. Und mein Turm rein, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Das ist der Wahnsinn. Darf man da reinklettern eigentlich? Ich darf reinklettern. Bitte? Nee, die geht mit. Jetzt probieren wir mal da reinzukommen. Da sind Kästen, Staukästen, und das ist der Kommandantenplatz, das ist der Richtschützenplatz. Kommandant. Hast du die Lampe mitnehmen? Bitte? Die Lampe, das habe ich schon gesehen, ja. Wenn du leicht drauf hast, dann nicht rein. Mein fetter Arsch. Wow. Kommandant und Richter, und da drüben ist der Lader und der Fahrer ist er dann. Also da ist der Richtschütze direkt davor. Der Richtschütze ist weiter vorne, ja. Und da drüben links ist der Ladeschütze. Da kannst du jetzt gerade nach vorne sehen zum Fahrer. Nur der abgeklappte Sitz ist der Fahrer. Wow. Das ist der Sichtgerät für den Kommandant, Feldbeobachtungs Triplex-Spiegel. Umschaltung. Also Tag-Nacht-Nachtsicht. Das ist der praktisch Richtschützenvisier oder Panoramavisier, glaube ich, heißt das. Bin mir nicht sicher. Da kann man hier auf Infrarot umschalten. Brutal. Total eng. So, und hier sitzt der Richtschütze. Ein Sitz vorne. Oh, wo soll ich meine Schulter hin tun? Ich packe sie mal weg, derweil in die Tasche. Also das ist mal eng.
Das ist mal eng. Und das ist ein Richtschützensitzplatz. Also man sieht hier vielleicht. Hoppala, Taschenlampe. Genau, super. Das ist praktisch Kruzifix. Also passe ich gar nicht mehr rein. Seht ihr? Das ist praktisch mein Arsch und meine Schultern passen gar nicht rein. Hier ist kein Platz für die Schulter. Das ist der Richt-Linksbums zum Kanone richten. Nach vorne drücken, nach hinten drücken, hochrichten, Linksturm drehen, Rechtsturm drehen. Und hier ist so eine Art Abzug auf der anderen Seite. Das ist natürlich zum Schießen dann. Wenn man das sieht, hier, das ist der Abzug. Ich habe jetzt Angst drauf zu drücken. Die schießt natürlich nicht, weil die nicht geladen ist, aber ich habe trotzdem Angst drauf zu drücken. Irgendwie hat man Respekt vor so einer Maschine. Auch wenn das blöd klingt. Man sieht hier die Durchschlagswerte für die Granaten. Durchschlagswerte sind Richtwerte. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe die und die geladen, das Ziel ist so weit entfernt, welche Markierung muss ich aufrichten und durch das Ding gucke ich durch quasi. Da gucke ich durch. Hier ist das ist praktisch das Puffer, dass man den Kopf nicht anhaut. Das ist der Puffer. Und hier ist das Visier. Aha. Direkt im Visier. Wow, Feuer. Das sieht so aus, wie man das aus Videospielen kennt. Hier ist der Turmstandanzeiger, Lampentest. Oh yeah. Also zum Fahrersitz klettere ich jetzt nicht. Da muss man irgendwie... Wo muss man durch? Da durch und da vorne durch scheinbar. Das ist meine Munition. Ich werde schon gerufen, ich muss wieder rausklettern. Hoppala. Also, da ist die Fahrerluke. Da ist die Fahrerluke. Das habe ich sie von Ihnen nicht gesehen, weil der Turm zur Seite gedreht ist. Hat man den Fahrerplatz nicht so gesehen. Das ist schon großartig. Das ist die Lenkung. So, jetzt hupfe ich da runter. Darf ich? Fahr jetzt treten. Hoppala!